Mr. Speaker, the President of the United States. Die Erwartungen sind hoch. US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht auf Mittwoch seine erste Rede vor dem Kongress. Und wenn Trump im Kapitol ans Rednerpult tritt, hören nicht nur die politischen Akteure genau hin, sondern auch Millionen US-Amerikaner. Nach viel Kritik der ersten Wochen will Trump mit diesem Auftritt alle Zweifler überzeugen, dass er für das Land arbeitet und sein Programm unbeirrt durchzieht. America must put its own citizens first. Amerika muss seine eigenen Bürger zuerst stellen. Denn nur dann können wir Amerika wirklich wieder großartig machen. Diesmal steht der Präsident nicht als jemand auf der Bühne, der sich von Fans bejubeln lässt wie neulich in Florida. Diesmal sind schließlich fast die Hälfte der anwesenden Politiker Demokraten. Erwartet wird, dass er konkrete Pläne vorstellt, die in Gesetze umgewandelt werden können. Doch das tut er kaum. Ich bin heute Abend hier, um eine Botschaft von Einheit und Stärke zu liefern. Und es ist eine Botschaft, die tief von meinem Herzen überliefert wird. Aber auch wenn er immer wieder seine viel zitierten Parolen wiederholt, liefert er eine kraftvolle Rede, die im größten Teil auf aggressive Ansagen an seine Kritiker verzichtet. Zudem verurteilt der Präsident Angriffe und Drohungen gegen jüdische Gemeindezentren und andere Hassverbrechen. Recent threats targeting Jewish community centers. Aktuelle Bedrohungen von jüdischen Gemeindezentren und Vandalismus der jüdischen Friedhöfe sowie Schießereien in Kansas City erinnern uns daran, dass während wir eine Nation sind, die durch die Politik geteilt ist, wir auch eine Nation sind, die Hass und Böses in allen seinen hässlichen Formen verurteilt. In all of its very ugly forms.